Ich freue mich riesig, hier bei Ihnen heute Morgen sein zu dürfen. Es ist ein wunderbares Privileg, hier zu sein und auch für El Richa hier mit diesem Einführungsdienst einsegnen zu dürfen. Ich freue mich auch, Ihre neue Heimat zu sehen und wie sie in Ihrem Herzen schon eingelebt ist. Ich fange zuerst mal an mit einem Prolegomena. Vor 14 Jahren, zwischen dem 22. November bis dem 2. Dezember 2007, begleite ich eine Studiengruppe in der Türkei. Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist eine junge Frau, die gerade ihr dritte Bachelorarbeit geschrieben hat. Sie ist 25 Jahre alt. Einige Monate später ermittle ich als Sekretär des Neutestamentlichen Fachvereins in Südafrika eine Gelegenheit für diese junge Frau, um einen Vortrag bei dem Jahreskonferenz zu halten. Am Freitag, den 18. April 2008, hielt sie ihren Vortrag über das Thema A Social Scientific Reading of Mark 5:25-34 against the background of Leviticus 15:25-29. Wieder einige Monate später, an den 29. September 2008, gab ich als Studienaufgabe für diese junge Frau einen Auftrag über den Vergleich der Christologie in den allgemeinen Briefen, Jakobus, 1. 2. Petrus und der Judasbrief, sowie einen Auftrag über den Verfasser des Hebräerbriefes. An den 6. November 2008 gab sie ihre Hausaufgabe bei mir ab. Sie verbrachte in dieser Zeit das Wintersemester als Stipendiatin in Wien, Österreich, und schließt damit auch ihre zweite Masterarbeit, eine Magister Divinitatis, ab. Früher desselben Jahres hat sie auch ihr Magister Artium in den Bibelwissenschaften mit Neues Testament als Schwerpunkt abgeschlossen. Ein Jahr später, vor genau 12 Jahren, im September 2009, leite ich den Namen von Frau El Richa Leroux weiter über einen Kollegen in Südafrika an einem anderen Kollegen in Deutschland als Kandidatin für ein Stipendium zur Promotion in Neues Testament. Und so begann ihre Reise 2010 in Deutschland mit einem Studienaufenthalt in Mainz. 6 Jahre später, im Jahr 2016, promoviert Frau Leroux an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und hatte ich an den 25. November dieses Jahres 2016 das Privileg, ihre Urkunde und ihr Talar in Middelburg, Südafrika, zu übergeben. Vor ungefähr 3 Jahren, während Oktober 2019, besuchte Frau Dr. Leroux uns in Ebersbach. Wir müssen an diesem Tag oder an einem Tag in dieser Woche nach Frankfurt für amerikanische Visums. Und Dr. Leroux übernimmt einen Römer-Seminar und ein Ethik-Seminar als Gast für mich an diesem Tag. Sie ist begeistert. Sie schrieb mich eine Menge von WhatsApps diesen Morgen und sagt, was für eine tolle Gruppe unsere Studierenden sind und wie wunderbar es ist. Und sie war begeistert von unserer bundfreien evangelischen Gemeinde. Und so ist das alles angefangen und so ist alles dann auch jetzt Geschichte. Liebe El Richa, tempus fugit. Hier sind wir, du und ich, in Europa wieder, nachdem unsere Vorfahren in dem 17. Jahrhundert den christlichen Glauben und den europäischen Kultur nach Südafrika gebracht hatten. So führen wir die unbekannten Wege Gottes durch die Welt. Die Bäume des christlichen Glaubens und der europäischen Kultur, die damals in Afrika gepflanzt waren, brachte Früchte, und die Ernte wird heute am Erntedankfest auch hier mit deinem Einsatz gefeiert. Wir sind die Früchte Gottes Gnade. Als Gottes Früchte tragen wir den Samen des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe.
Diesen Samen des Wortes müssen wir großzügig sehen, weil wir von der Liebe Gottes bewegt ist. Ich heiße Gerd Stein, ich bin Professor an der Theologischen Hochschule im Neues Testament und das war unserem Weg bis hierher, Jalrisha und ich. Wir fangen an mit unserem Predigt. Ich lese gerne für uns aus Hebräer, das war doch ein Teil deiner Aufgabe damals gewesen. Nur drei Versen lese ich. Hebräer 6, 9 bis 12. Zuerst von der Lutherbibel 2017. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen gedientet und noch dient. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Unser Predigtthema heißt Trilogie des christlichen Glaubens oder Lebens. Glaube, Liebe, Hoffnung. Drei Worte, die wir ganz gut kennen. Nachdem der Hebräer-Verfasser seine Leser ermutigt hat, nicht nur an der grundlegenden christlichen Lehre festzuhalten, sondern in ihrem Glauben zu wachsen, folgen die drei Versen unserer Lesung. Der Grundstein des christlichen Glaubens ist bereits gelegt, hat er vorher geschrieben. Und sie müssen Früchte tragen. In Vers 7 erinnert er, denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt und nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nah, sodass man sie zuletzt abbrennt. Diese Zeilen erinnern an Jesu Gleichnis vom Seemann. Das Wort Gottes ist gesät. Einige der Samen fallen in fruchtbaren Boden und bringen eine große Ernte hervor. Andere fallen zwischen Dornen und Disteln und ersticken. Die Leser machen schwere Zeiten durch hier in Hebräer, werden verspottet und verfolgt und sind entmutigt. Aber sie müssen sich daran erinnern, Gott ist gerecht. Und er vergisst ihre Arbeit und Liebe nicht. Sie werden als Geliebten angesprochen. Dies ist die einzige Stelle in Hebräer, an der die Leser mit Agapetoi, mit Geliebten angesprochen werden. Und an Gottes Engagement in ihrem Leben werden die erinnert. Sie werden ermutigt bis zum Ende mit dem gleichen Eifer, an der Hoffnung festzuhalten. Sie dürfen nicht träge werden, sondern müssen Nachahmer derer bleiben, die durch Glauben und Geduld Gottes Verheißungen geerbt haben. Die freie Verbindung von Glaube, Hoffnung und Liebe in Hebräer 6, wie in 1. Thessalonicher 1 und in 1. Korinther 13, weist auf die Verwendung einer sehr alten christlichen Tradition. Glaube, Hoffnung und Liebe stehen wie drei Obstbäume in fruchtbaren Boden, auf den Gottes Wort gefallen ist. Drei fruchtbare Bäume, deren Generationen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft leben. Und diese drei Elemente der christlichen Tradition stehen symbolisch für das, was heute hier geschieht. Der Glaube erinnert mich an die Hugenotten-Tradition, aus der du kommst, Jalrisha. Die Liebe erinnert mich an Erntedankfest, was wir heute feiern. Und die Hoffnung erinnert mich an die abgerissene Mauer in Berlin und die Wiedervereinigung Deutschlands. Der Glaube.
um es optisch mal ins Blick zu halten. Die Leser des Hebräerbuches sollen Nachahmer derer sein, die durch ihren Glauben und ihre Geduld Gottes Verheißungen geerbt haben. Der Zweck des Autors in Vers 11 besteht darin, die Gemeinschaft als Ganzes davon abzuhalten, dem Glauben abzuschwören. Am Anfang dieses Kapitels hat der Verfasser schon darauf aufmerksam gemacht, dass mit der Umkehr von den toten Werken und mit dem Glauben an Gott die christliche Zukunft begonnen hat. Denken Sie mal an Paulus. Wenn man in Christus gestorben ist, fängt das Leben schon an. Nicht nachdem wir hier beerdigt werden. Damit ist Glaube in Hebräer 6,1 definiert und eng mit Hoffnung verbunden. In Hebräer 10,38 werden die Leser erinnert, dass der Gerechte Gottes aus Glaube Leben finden würde. Die christliche Glaube ist untrennbar mit dem Kreuz Christi, haben Sie hier ganz zentral im Gotteshaus. Ist mit dem Kreuz Christi und der protestantischen Glaube mit einem leeren Kreuz verbunden. Das Kreuz ist das Symbol des Sieges Christi über den Tod, der Liebe Gottes und der Versöhnung mit Gott, sowie der Hoffnung auf die Zukunft. Deshalb schrieb der Verfasser in Hebräer 11, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Erinnerst du dich noch, liebe Elricha, an die Geschichte der ersten Hugenottenwelle, die aus Frankreich während ihres Glaubens flohen? Einige ließen sich hier in Deutschland nieder, in Brandenburg und Kassel zum Beispiel. Andere darunter deine Vorfahren, die LaRousse, und auch meine Vorfahren, die Rousseaus und Lowes, flohen mit ihren Bibeln und dem Heidelberger Katechismus per Schiff zum Kap der guten Hoffnung. Erinnerst du dich noch, Elricha, an dem Dichter A.G. Fischer 1878 bis 1929? Das muss ich leider auf Afrikaans lesen. Leidiedaal, anno 1688. Sei Landgut leh an die Loire, maar vryheidsliefde was die drang, wat om gevoer het oor die bare na verre Perelberg saam. Gewyde grond met heete trane het jou die Hugenoot gedoop. Al woed om jou die oseane, jy word sy land van goeie hoop. Hy roem die landskap berg en dal en noem sy aanleg Lediaal. Geleilands wonderlike wee gered as brandhout uit die brand, oor storm gesweepte Suidersee, te vind 'n nuwe vaderland. Helaas vir Frankryk waren grotte, spilonke en drassige moeras, hier kinders sterf of op skavotte, as offel nie haar beste was. Vervolg benoorde Maas en Waal, maar volgens steeds die ideaal. Es geht noch weiter, aber das genügt. Erinnerst du dich noch, Elricha, an dem Heidelberger Katechismus? Dort stand als Antwort auf Frage 21, was ist wahre Glaube? Ja, Glaube, aber was bedeutet das dann doch? Man findet hier Hinweise in Hebräer. Aber was steht hier? Wahrer Glaube ist nicht allein eine zuverlässige Erkenntnis, durch welche ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort geoffenbart hat, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist,
aus lauter Gnade, allein um des Verdienstes Christi willen. Die Leser des Hebräerbuches werden aufgerufen, den Glauben ihrer Vorgänger nachzuahmen. Ist wirklich spannend, wenn man kommt zu Kapitel 11, diese Liste, was da drinnen steht. Denk mal an alles, was die Leute durchgemacht haben. Imitiere diesen unerschütterlichen Glauben an Jesus Christus. Der Anfänger und Vollender dieses Glaubens ist Jesus. Er ist der ultimative Beispiel. Das Buch endet dann auch mit einem Aufruf in Hebräer 13. Gedenkt eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt dem Beispiel ihres Glaubens. Liebe Pastorin Leroux, lässt den Apfel nicht weit vom Stamm fallen. Deine Vorfahren hatten den Baum des Glaubens in Südafrika gepflanzt. Die Früchte dieses Glaubens ernten wir heute, als du diesen Samen des Wortes Gottes hier in der FEG Wülfrath weiter pflanzen. Lässt den Kreuz Jesu als Symbol dich immer steuern. Lässt diesen Kreuz als Symbol im Kreis der Gläubigen wie im Emblem der BFEG immer vor deinen Augen bleiben. Die wahren Erben von Gottes Verheißungen sind Christus Gläubige, die festhalten an dem Kreuz Jesu. Aber es gibt noch ein anderes besonderes Merkmal dieses Glaubens, die über das Sola Fidei, über die Glaube allein des Paulus hinausgeht. Gläubige werden nicht nur durch den Glauben allein gerettet, sondern müssen in ihrem Glauben auch beharren, durchhalten. Auch wieder nur für Elricha diese Phrase gemeint, der Ausdruck Pisteus kai makrotumias ist ein Hendiades und bedeutet gläubige Beharrlichkeit oder ausdauernder Glaube. Das bringt mich zu unserem zweiten Teil, die Liebe. So, habe ich auch gedacht und dann dachte ich, es sieht so schön hier aus. Vielleicht, ja, das ist besser so. Danke sehr. Also, die Liebe, und Sie sehen auch, unter jeder von diesen Wörtern hat man ein Symbol. Das ist auch wichtig. So, in Vers 10 macht deutlich, dass Gott die Arbeit und die Liebe der Gläubigen, mit denen sie in seinem Namen anderen gedient haben, nicht vergessen wird. Nach Vers 11 wird diese Liebe als technischer, juristischer Beweis für Gott dargestellt. Es deutet darauf hin, dass der liebevolle Dienst der Leser an Mitchristen auf Gott selbst gerichtet war. Denk mal daran, wenn Jesus sagt, wie soll man diese 10 Gebote zusammenfassen? Dann sagt er, lieb Gott und lieb einander. So einfach ist das. Aber so schwierig ist das auch, liebe Geschwister. Wissen Sie alle, das ist wirklich schwierig. Wenn ich es so schwierig finde, mich selbst zu lieben, wie schwierig ist das, meine Nachbarn zu lieben oder andere Geschwister und sogar noch Nicht-Christen, das ist doch nicht leicht, ist keine leichte Aufgabe. Aber praktisches Handeln ist hier stark impliziert. Der Liebesdienst an den anderen wird in den Kapiteln 10 und 13 ausführlicher beschrieben. Man könnte sagen, dass Kapitel 11, dieses Kapitel von dieser Glaubenshelde, das Kapitel über die Bedeutung des Glaubens an Gottes Verheißungen, vom Charakter und von Auswirkungen dieses Glaubens umgeben ist mit Kapitel 10 und Kapitel 12.
Besonders Liebeswerken wie Almosen und Gastfreundschaft sind explizit erwähnt worden. Ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, wie ihr auch hier, bevor sie eingeführt wird, in diesem Gottesdienst schon ein Auswertungsgespräch hier ohne Jalitscha gehalten habt. Aber diese Freundschaft, diese Freundlichkeit und diese Gastfreundschaft, das fällt ja auf in Hebräer. Besonders diese Liebenswerke sind explizit erwähnt worden. Glaube kann nicht vom Handeln getrennt werden. Nein, wir werden nicht durch Handeln gerettet, überhaupt nicht. Aber Glaube ohne Handeln geht nicht. Ich kann meiner Frau nicht jeden Tag sagen, ich liebe dich und ich zeige es niemals. Dann wird sie irgendwann mal sagen, aber das ist doch falsch, was du sagst. Das passt nicht. Dann machen wir das nicht auch mit Jesus Christus, mit Gott? Wir lieben dich, Herrn, aber handeln, das fehlt oft. Genau diese Nächste zu lieben, genau einen anderen zu lieben, ist nicht leicht. So, Glaube kann nicht vom Handeln getrennt werden. Glauben kann nicht von der Praxis getrennt werden. Glaube kann nicht ohne diese Praxis sein. Dogmatik ist nicht von Ethik zu trennen. Liebevolles Dienen ist die natürliche Frucht des Baumes des Glaubens. Diese sind die Früchte, was wir tragen. Dieser Baum, der tief in Christus selbst verwurzelt ist. Genau wie in der johannischen Perspektive in Johannes 15, als Jesus sagte, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Sie wissen das ganz genau so gut wie ich, wie unmöglich es ist, wirklich diese Liebe auszuleben. Wir schaffen das einfach nicht. Aber in Jesus Christus können wir das machen. Durch ihn schaffen wir das. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Wir bleiben in ihm und dann wird es leichter. Deshalb sind Glaube und Werke eng verbunden in Hebräer 10, 24. Das einzige andere Vorkommen von Agape im Hebräerbuch. Glaube drückt sich im Handeln aus. Jemand hat einmal gesagt, sag mir nicht, was du glaubst. Zeig mir, was du tust und ich werde dir sagen, was du glaubst. Aus den Werken kann man sehen, was man glaubt. Glaube drückt sich im Handeln aus, insbesondere im praktischen Dienst innerhalb der christlichen Gemeinschaft. Wieder zu Heidelberger Katechismus. Es ist unmöglich, dass Menschen, die Christus durch wahren Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Erinnern Sie sich an heute, Erntedankfest. Dankbarkeit sollen wir bringen. Und was für Dankbarkeit? Genau diese Werke unserer Glauben, die sollen wir bringen. So, als protestantischen Christen hört es sich etwas komisch an, als ob es nicht ganz gut passt. Warum dieser Schwerpunkt auf Werken? Warum dieser Handeln? So, wenn wir dann durch Jesus Christus aus Gnade pur erlöst sind, warum dann diese Handeln? Wir sollen gute Werke tun, weil Christus, nachdem er uns mit seinem Blut erkauft hat, uns auch durch seinen Heiligen Geist erneuert zu seinem Ebenbild, damit wir mit unserem ganzen Leben uns dankbar gegen Gott für seine Wohltat erweisen und er durch uns gepriesen wird. Danach auch, dass wir bei uns selbst unser Glaubens aus seinen Früchten gewiss werden und mit einem Leben, das Gott gefällt, unseren Nächsten auch für Christus gewinnen.
Damit sind zwei wichtige Folgen unserer Bekehrung und unseres Glaubens nach vorne gerückt. Erstens, dass diese guten Werke Zeichen unserer Dankbarkeit sind. Denk mal daran, dass wir heute Erntedankfest feiern. Mit Dankbarkeit wollen wir und sollen wir zeigen, was wir glauben. Christus hat uns Gottes Liebe gezeigt. Und diese Liebe möchten wir auch einander und alle anderen auch zeigen. Damit wird zweitens diese Nächstenliebe gleich auch zu Evangelisation und zu Mission. Ich kann nicht anders. Ich muss mal strahlen, weil Gottes Geist mir besitzt. Ich lebe mit Gottes Geist in mir. Für die römischen Christen schrieb Paulus in Römer 8, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Nichts! Liebe Geschwister, auf dieser Erde, in dieser Schöpfung Gottes kann gar nichts uns trennen, scheiden von Gottes Liebe. Nichts. Denk mal darüber nach. Lass es rein sinken. Deshalb bestätigt auch 1. Johannes 4, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Warum? Denn Gott ist Liebe. Krass, gell? Gott ist Liebe. Und wenn wir nicht lieben, ja. Frau Pastorin Dr. Leroux, liebe Elritja, liebe Geschwister der FEG Wülfrath, erinnert ihr euch an dem Motto des Bundes Freie Evangelische Gemeinden? Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendigen Gemeinden. Bewegt von Gottes Liebe. Ich kann nicht mehr einfach statisch bleiben. Bewegt von dieser Liebe bauen wir lebendigen Gemeinden. Lassen wir heute aus lauter Dankbarkeit das Herz Gottes, Liebe, das Herz Gottes auch für eine gebrochene Welt zeigt. Lass ein Herz voller Liebe. Lassen wir einander lieben, weil Gott uns liebt. Nächstenliebe sind die ersten Früchte der Dankbarkeit, was wir heute am Erntedankfest unserem Herrn bringen sollen. Ich komme zu unserem dritten und letzten Stichwort, Hoffnung. Ja. Ich und meine Frau hat ein Gespräch gehabt, ob ich das schon vorher aus der Plastiktüte nehmen sollen. Sie wollte, dass ich das mache, das geht mal schneller. Ich habe mich überlegt, das eher mal so zu lassen, dass sie es nicht kratzen. So, die Hoffnung. Zwischen die Liebe in Vers 10 und der Glaube in Vers 12 steht die Hoffnung in Vers 11. Jeder von euch soll sich mit dem gleichen Eifer für die Stärkung der Hoffnung einsetzen. Bis zum Ende, steht da. Schon in Hebräer 3, 6 hat der Verfasser seine Leser oder Leserinnen erinnert, dass sie Gottes Haus sind, wenn sie die Freimut um den Ruhm der Hoffnung festhalten. Es wird viel in dieser Zeit über Koalitionen in der Politik geredet. Wer geht mit wem zusammen? Hier auf unserer Textebene könnte man sagen, schmieden die Kinder Gottes sich zusammen. Als Haus Gottes, beziehungsweise als Gemeinde Gottes. Klar steht das Motto unseres Bundes vor den Augen, bewegt von Gottes Liebe, bauen wir lebendigen Gemeinden.
Aber das Leitbild dieser Kinder Gottes ist nicht nur der Glaube und die Liebe, sondern auch die Hoffnung. Einige Verse später in unserem Text in Hebräer 6,19 lesen wir, dass wir Gläubigen die Hoffnung wie einen sicheren und festen Anker unserer Seele haben. Zwei Merkmale dieser Ankerhoffnung sollen wir uns merken. Und Sie sehen auch der Anker da als Symbol da unten. Erstens bedeutet Hoffnung in der biblischen Zeit ganz anders, als was wir heute unter Hoffnung verstehen. Sie wissen auch, dass Hoffnung, wenn wir heute sagen, ich hoffe, es wird mal regnen oder es wird aufhören zu regnen, dann ist das eher so eine Art Wunsch. Ich hoffe, es wird passieren, aber diese Hoffnung ist eigentlich mehr ein Wunsch. Es ist nicht ein Fakt, es ist nicht Realität. In der Antike war es ganz anders. Hier war Hoffnung verstanden, Elpis auf Griechisch, war verstanden, es ist schon passiert. Jemand hat das so erklärt, es ist, als ob ich ein Geschenk bekommt. Ich habe es schon. Ich weiß auch sogar, was da drinnen ist. Aber ich muss es nur noch öffnen. Es ist schon Realität. Es ist ein Fakt. Und zweitens ist diese Hoffnung, dieser Anker am Thron Gottes im Himmel befestigt. Das ist das Bild in Hebräer. Es ist keine leere Hoffnung. Es ist wirklich am Thron Gottes befestigt. Wir haben es schon. Jesus ist bei Gott und wir sind dahin unterwegs. Für Christen ist die Hoffnung bereits im Himmel, aber sie greifen jetzt nach ihr, gefüllt mit einer Hoffnung, die sicher ist, weil sie im Werk Christi begründet ist. Der Anker ist ein Bild der Sicherheit, ein Objekt der Hoffnung, auf das man sich verlassen kann. In der Hoffnung können die Gläubigen nun dort eintreten, wo Jesus in Wirklichkeit bereits eingetreten ist, nämlich das himmlische Heiligtum. Die christliche Hoffnung gibt Zukunftsaussichten. Die Trennmauer zwischen Juden und Heiden wurde von Christus niedergerissen. Der Tod Jesu am Kreuz brachte Versöhnung. Die Trennung zwischen den Menschen wird in Gottes Liebe aufgehoben. Und deshalb lesen wir auch in Epheser 2,14 in Bezug auf Mauern, die abgereist werden. Denn er ist unser Friede, der uns beide eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Nur möglich durch Jesus Christus. Abgerissene Mauern, abgebrochene Zäune. Diese Bildsprache verstehen wir besonders in Deutschland ganz, ganz gut. Heute, an dem Tag der deutschen Einheit, feiern wir Hoffnung. Hoffnung, dass Mauern abgerissen und dass Zäune abgebrochen werden können. Hoffnung als Christen, dass Christus die Trennung zwischen Gott und uns, sowie zwischen wir untereinander, aufgehoben hat. Jesus hat Einheit ermöglicht, wo es unmöglich wäre oder wo es unmöglich scheint zu sein. Besonders in Hebräer 11,1 macht es ganz klar, wie eng Hoffnung und Glaube im Hebräer miteinander verbunden sind. Beide gründen im gemeinsamen Bekenntnis zu Christus als Sohn Gottes. Also, liebe Pastorin Ellerich Schalleru, liebe Gemeinde Gottes, jeder soll sich mit Eifer für die christliche Hoffnung einsetzen, lesen wir. Der Anker der Hoffnung verbindet, kann man sagen, Himmel und Erde. So weit miteinander. Die Trennung ist aufgehoben in Christus. Es verbindet zwei Welten. Lassen auch wir streben nach Einheit, wo es noch Trennung gibt. Trennung zwischen sozialen Klassen. Trennung aufgrund des Geschlechts,
Was für ein mutiger Schritt haben sie auch hier gemacht, eine Pastorin anzustellen. Trennung wegen Rassismus. Lassen wir uns bemühen, in der Botschaft der christlichen Hoffnung zu verharren. So schrieb auch Dietrich Bonhoeffer im Jahr 1944, bevor seine Hinrichtung, über die Stationen auf dem Wege zur Freiheit. Nicht das Beliebige, das Rechte tun, sondern das Rechte tun und wagen. Nicht die Möglichen schweben, das Wirkliche tapfer ergreifen. Nicht in der Flucht der Gedanken, allein in der Tat ist die Freiheit. Tritt aus ängstlichem Zögern heraus in den Sturm des Geschehens. Nur von Gottes Gebot und deinem Glauben getragen. Und die Freiheit wird deinen Geist jauchzend empfangen. Ich schließe. Im Jahr 1983 bin ich Teil eines archäologischen Teams in Israel. Ich kaufe ein Päckchen Datteln in Eilat als Geschenk für meine Eltern. Nachdem die Datteln gegessen hatten, nimmt meine Mutter drei Kerne und drücken die einfach in der Erde vor dem Haus. Und so stand nach fast 40 Jahren drei israelische Dattelpalme in Klerksdorp. Sie haben gesehen, wie weit weg es von hier ist. In einem Dorf im Südhalbkugel der Erde, in einer Semiwüste. Die stehen als Zeichen unserer Familiengeschichte. Das Haus ist lange her verkauft. Meine Mutter und Bruder sind verstorben. Aber die drei Bäume standen immer noch dort auf dem Boden Afrikas. Die sind nicht einheimisch, aber die verharren immer grün, Winter und Sommer. Drei Bäume, wie die Trilogie des christlichen Lebens, Glaube, Liebe und Hoffnung. Weit weg von woher die kamen, als Erinnerung an dem Land, wo Gott Mensch geworden war. Drei Bäume, die mich immer erinnern an dem leeren Kreuz Jesu Christi in Israel, das Zeichen des Glaubens. An dem Herz Gottes, das in Israel im Menschenleib Jesu klopfte, das Zeichen der Liebe. An dem Anker, der von Israel aus an dem Thron Gottes im Himmel befestigt ist, das Zeichen der Hoffnung. Liebe Elricha, mit deinem Einführungsdienst pflanzt die Samen der Datteln auch hier in Wulfrath. Die Trilogie des christlichen Lebens, der Glaube deiner Hugenottengeschichte, die Liebe Gottes als Dankbarkeit und die Hoffnung auf Einheit. Überquere die weite Meere auf deinem Hugenottenschiff mit der Bibel, Gottes Wort. Umarmen zerbrochene und hilflose Menschen mit der Liebe Gottes. Setz dich ein für die Stärkung der Hoffnung als Anker der Seele an dem Thron Gottes. Amen. Wir beten zusammen. O Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, verzeihe, wo man sich beleidigt, verbinde da, wo Streit ist, die Wahrheit sage, wo der Irrtum herrscht, den Glauben bringe, wo der Zweifel drückt, die Hoffnung wecke, wo die Verzweiflung quält, dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, Freude machen, wo der Kummer wohnt. Und so beten wir heute für diese Gemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde in Wulfrath.
danken wir dir, lieber Gott, für Elrisha Leroux. Danken wir dir für diese Familie, diese Gemeinde, wo sie ein Heim gefunden hat. Für diese Gemeinde, die eine Pastorin gefunden hat. Du bringst uns zusammen. Du bist Gott, der uns auf Wege führen, was wir nicht vorher wissen. Wir beten für Segen hier. Wir beten für deine Gnade. Wir beten, dass diese Gemeinde ein Lichtturm wird. Vom Glauben, von der Liebe Gottes und von der christlichen Hoffnung. Segne jede von diesen Mitgliedern und alle, die noch hierzu kommen würden. Wir beten für unser Land hier. Wir beten, dass in Deutschland Einheit und Freiheit als Gnade aus deinen Händen, verwurzelt in deiner Liebe untereinander, hier wachsen würden. Wir danken dir nicht nur für eine Berliner Mauer, der abgebrochen war, aber auch für Mauern untereinander. Wir beten für die Zukunft der Politik und für alle, die das Land führen müssen, wollen, sollen. Wir beten für alle Christen in Europa, auf dieser Erde. Wir beten für Afrika. Wir beten für Südafrika. Wir danken dir, Herr, dass du in deinem Kosmos, in dieser großen Schöpfung Gottes, für uns einen Platz gegeben hat auf dieser Erde. Lass uns es bewahren, lass uns aufeinander achten, lass uns mit deiner Gnade und Liebe miteinander umgehen. Wir können nicht, wir wollen nicht in die Zukunft reingehen ohne dich. Du warst immer dabei. Du bist hier. Und deshalb werden wir auch mit dir in der Zukunft zusammenlaufen. Danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass du in Jesus Christus uns deinem Herz gezeigt hast. Wir danken dir für das alles an Erntesonntag, voller Dankbarkeit für die Früchte, was du durch deinen Heiligen Geist durch uns in diese Welt auch bringst. Im Namen Jesu Christi. Amen.